Ihr habt sie angegriffen? Nach allem, was wir wussten, hätte das ihr Hauptstützpunkt sein können. Und ihr habt 6 Leute verloren. Immerhin haben wir die Aufnahmen. Ja, immerhin das. Diese Bilder bedeuten gar nichts. Die Fakten sprechen für sich. Es gibt ohne Zweifel eine Bedrohung. Was auch immer ihr dort auf Adumar gefunden habt, es ist keine Gefahr für uns. Wir haben 6 Leute verloren. Wir müssen handeln. Ihr habt sie verloren, weil sie zu schießwütig waren. Diese Mission war nur ein weiterer Beweis dafür, dass der Widerstand nicht besser ist als das Imperium davor. Ich werde dem Senat meine Bedenken ausführlich begründen. Lass ihn, er braucht eine Pause. Ihr auch, wir sind noch längst nicht fertig. Was wollen Sie denn noch? Mehr Beweise. Was ist jetzt der Plan? Suchen wir hier in der Nähe weiter? Ich denke, das wäre am klügsten. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Es gibt doch Anschläge auf der anderen Seite der Galaxis. Wenn auch wenige. Du kommst von Kurt, oder? Dort war auch ein Anschlag. Hattest du Familie dort? Nein, hab dort gearbeitet. Mein Vorgesetzter hat mich weggeschickt, bevor es soweit war. Ich hab Kurt gestern kurz vor seinem Tod verlassen. Sie wollten vermutlich Schiffe stehlen. Für ihre Flotte. Gestern, sagst du? Gestern wurde kein einziges Schiff gestohlen. Der Anschlag war heute. Heute? Was weißt du über deinen Vorgesetzten? Wer war er? Clivian Edekus. Er... Wollen Sie jetzt nach Kurt? Nein, wer war er, bevor er dort war? Er war schon immer auf Kurt. Zur Zeit des Imperiums. Wer war er da? Er war... Gouverneur des Planeten. Danke. Ich muss mit Leo reden. Schon wieder ein Anschlag. Diesmal in einem ganz anderen Sektor auf Festam. Es wurden einige von Ihren Widerstandskämpfern gesichtet. Was sagen Sie dazu? Ich habe keinen Einblick in alle militärischen Missionen des Widerstands. Wenn Sie uns vorwerfen wollen, terroristische Aktivitäten nachzugehen, dann wenden Sie sich bitte an General Leia oder Admiral Akbar. Es ist verdächtig. Alles daran ist verdächtig. Sie gründen Ihren Widerstand, Anschläge in zivilisierten Systemen und... Der neue Jedi-Orden Samtmeister ist auch zufällig verschwunden. Auf Kuat war von Machtnutzern die Rede. Wer außer Luke Skywalker soll... Luke Skywalker ist verschwunden. Keiner hat Kontakt zu ihm. Seine Schüler sind alle tot. Versuchen Sie nicht, Beweise zu finden, wo keine sind. Leo, können wir reden? Ist es wichtig? Sehr. Was weißt du über den Anschlag auf Kuat? Und nicht den von heute? Es gab nur heute einen. Was ist mit gestern? Gab es Berichte von Kurt? Irgendwas? Streng vertrauliche Sachen. Vielleicht unfassbar wichtige Sachen. Clavin Edekus war vorher Gouverneur des Imperiums. Er ist gestern gestorben. War das nur Zufall oder gab es noch einen Anschlag? Du meinst, er wurde gezielt getötet? Ja. Tatsächlich gibt es einen Zeugen, der einen Tag vor dem eigentlichen Anschlag vermummte Machtnutzer gesehen haben will. Sie sollen mit Clavians Tod zusammenhängen. Wenn das der Fall ist... Der Widerstand... Mit Luke? Nein, Dirk, nein. Wir haben nichts damit zu tun. Ja, wir überwachen alle ehemaligen Imperialen, falls sie doch noch was im Schilde führen. Ich habe den Gedanken, dass Clavian etwas über dieses neue Imperium wusste und deshalb sterben musste. Die wollen alle Spuren verwischen. Gab es noch andere solcher Fälle? Ja, tatsächlich. Die ehemaligen Gouverneure. Sie alle sterben auf mysteriöse Weise. Jeder von ihnen könnte dasselbe wissen, und zwar... Den Sammelpunkt für das neue Imperium. Und Cole weiß es auch. Wir können zu ihm und diese Mission beenden. Er lebt auf Vesta. Ich habe ihn bereits bezüglich der Morde an den Gouverneuren gewarnt. Er ist wohl auf. Danke. Also nach Vesta. Auf die andere Seite der Galaxis. Das wird dem Senat mal wieder gefallen, wenn Tech wieder gemeinsame Sachen mit diesen Imperialen macht. Werden Sie nicht übermütig. Ich vertraue niemandem mehr als Tech. Der einen imperialen Offizier befreit hat, bevor er seine Strafe erhalten hatte. Cole ist einer der friedlichsten Menschen, die ich kenne. Er würde niemals... Cole war ein Imperialer und nicht nur ein unbedeutender Mitläufer. Er hatte bis zuletzt eine der höchsten Stellungen eines totalitären Systems inne.
Er war nun mal zu klug, um für seine Ehre zu sterben. Und denken Sie an das riesige Machtvakuum, das Sie stolz als Frieden präsentieren. Die Anschläge sind nur der Anfang. Wenn es so richtig losgeht, hätten Sie Cole lieber auf Ihrer Seite.